Herzlich willkommen zu unserem ersten Next-Gen-Gameplay. Wir spielen Xbox One. Dieser Satz allein ist schon so frisch und unverbraucht. Es ist allerdings ein bisschen kompliziert. Wir werden euch einige der Launch-Titel kurz vorstellen. Sachen wie Rise oder so werdet ihr erst am Donnerstag bei uns sehen können. Wir spielen jetzt dafür so Övres wie Zoo Tycoon. Du sagst das so abfällig, als wäre das irgendwie was Schlechtes. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, wir dürfen auch noch nichts zur Xbox selber sagen, also zur Xbox One, wenn ihr euch fragt, wie die so ist. Auch dazu dürfen wir nichts sagen, wir dürfen auch nicht zum Dashboard gehen und so weiter. Das ist alles super kompliziert, aber dafür ist das Spiel schöner einfach. Genau, und zwar ist es tatsächlich sehr viel näher am klassischen Zoo Tycoon, wie man vielleicht denken sollte. Ich hatte ja erst die Befürchtung, das wäre nur so ein Kneckding, wo du so deine Tiere fütterst. Mhm. Das gibt's da auch, aber es ist auch eine richtige Wirtschaftssimulation. Ich gehe jetzt mal hier in den Herausforderungsmodus. Da sucht man sich immer so ein Zoo hier aus, hat dann ein Startkapital von $25.000 und muss dann loslegen. Und wir machen hier mal einen russischen Tierpark. $25.000 ist aber nicht gerade viel. Vor allen Dingen einen russischen Tierpark. Deswegen gehe ich ja nach Russland, da sind $25.000 ein bisschen mehr. So. Mit Erdhörnchen oder was? Machst du jetzt einen Zoo nur mit Erdhörnchen auf? Nee, ich kann ganz, ganz viele Sachen machen, aber hauptsächlich so klassische Zootiere, wie sie im Urspiel von Zoo Tycoon waren, also so halt das, was man hier so sieht, Löwen, Elefanten. Das sind ja schon mal Next-Gen-Ladezeiten auch, muss man sagen. Er braucht wirklich lange, um den Zoo einmal zu laden, aber danach lädst du halt nicht mehr. Also okay. Im Nie Zoo. Wieder. Nie wieder. Nie wieder. Du musst nur beim ersten Spielstart laden und dann hat sich's erledigt. Erst war ich sehr überrascht von Zoo Tycoon, wie gut es mir doch gefällt, weil es halt wirklich eine Wirtschaftssimulation ist. Und dann ist mir aufgefallen, was man alles so mit der Zeit nicht machen kann. Und dann gefiel es mir wieder nicht mehr so gut. Was man alles nicht machen kann. Also ich hatte die Xbox ja jetzt zu Hause am Wochenende und habe damit viel Zeit, vor allem mit Zoo Tycoon verbracht von den Spielen, die wir bisher da haben. Darfst aber nicht sagen, wie dein Wochenende mit der Xbox war. Nee. So ein Pech. So ein Pech. Dafür dürfen wir jetzt mit der Xbox ein bisschen reden, beziehungsweise du darfst das, sonst kommen wir durcheinander. Geht das auch hier im Spiel, dass man... Ich könnte das jetzt machen. Zoo bauen. Und dann baut er oder den Zoo. Oder auch nicht. Wie Sie sehen. Zoo bauen. Funktioniert Kinect. Vielleicht musst du es erst an. Vielleicht, weil ihr dazwischen labert. Entschuldigung. Aber da... Nein, also normalerweise... Mach du. Also ist, die Bühne gehört dir. Ganz, streitet euch bitte nicht. Zoo-Ansicht. Ja, yeah, geht das. Ah, toll, guck, wir können wie schön der Zoo ist. Warte, pass auf. Buggy rufen. Ich bin beeindruckt. So. Das heißt, das kann aber jeder machen, ne? Zoo-Ansicht. Nee, ich bin ja in der Zoo-Ansicht, Tobi. Scheiße. Buggy rufen. Nein, jetzt geht's nicht mehr. ihr könntet jetzt, wenn ich aussteige, müsstet eigentlich auch ihr Sachen hier... In Buggy einsteigen. Nein, nur wenn ein Mikrosymbol da ist, Tobi, so schwer ist es doch nicht. Und daran wird, glaube ich, darf die Tycoon-Ansicht? Ja. Tycoon-Ansicht. Vielleicht ist deine Stimme einfach nicht geeignet. Probier's nochmal. Tycoon-Ansicht. Ja. Okay, das ist, glaube ich, wird so eine Karte. Das wird ja überhaupt nicht zu Konflikten können wir jetzt bitte... Info-Tier-Zufriedenheit. Das Ding ist, das hat das Spiel gar nicht nötig, weil ich finde, die Controller-Steuerung ist hier richtig gut gelungen. Du gehst ja einfach nur so durch, dann kann ich hier das Menü machen, kann mir aussuchen, was ich bauen will und ich will ein Gehege bauen. Nehmen wir mal, hier kann ich dann immer sehen, welche Tiere man da anlegen kann. Tiere anlegen, die pflanzt man dann so in den Boden und dann wachsen sie irgendwann. Ja, machen wir mal hier ein kleines Savannenareal. Das Doofe ist, man kann die nicht mehr selbst ziehen. Also im Ur-Zoo Tycoon konntest du ja selber deine Gehege so umzäunen und hier sind es halt so vorgefertigte Dinge. Aber Wege und so kannst du schon noch bauen, oder? Die baut da alles von alleine, genauso wie Bänke und Mülleimer und so. Das ist ein bisschen schade. Du kannst deinen Buggy rufen und dann ein Gehege bauen und dann die Zoo-Ansicht. Naja, ich glaube, es ist schon eine richtige Wirtschaftssimulation und hält diesem Maß auch stand. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass es zwar nicht besonders komplex ist, aber das, was ich jetzt gespielt habe, ich habe ja auch mal so ein paar Minuten reingeguckt, war schon ganz klassische Wirtschaftssimulation. Genau. Nur eben ein bisschen begrenzt dann irgendwie, wie du dann herausgefunden hast. Tatsächlich nicht nur ein bisschen begrenzt, sondern sehr viel Begrenzung ist da noch drin. Was ich jetzt mache, ich kann hier an so festgesetzten Stellen im Gehege hier so Futterkram hinbauen, damit die was zu essen haben und so eine Dusche, damit die auch sauber werden wieder. Und das war's, was ich so an Gehegeinteraktion habe. Ich kann mir hier dann noch die Tiere ansehen. Und das ist, finde ich, das optische Highlight von dem Spiel, weil die Tiere sehen alle super aus. Ansonsten hat das Spiel nämlich, was so die Umgebungsgrafik angeht, jetzt nicht so viel zu bieten. Also das sieht alles sehr basic aus. Der Elefant hat gerade was enorm Beruhigendes. Was zum Teufel? Ich glaube, Nick hat Flatulenz.
Können wir die mal füttern, bitte, die Tiere? Ich würde ganz gerne einmal die Tiere füttern. Das können wir machen, dazu müssen wir... Weil normalerweise darf man es ja nicht. Hier darf man es. Was für Zoos gehst du denn? Na, bitte nicht die Tiere füttern, das steht doch überall. Naja. Oder in was für Zoos warst du? Warst du in irgendwelchen russischen Zoos, in denen es nur Erdhörnchen zu quälen gibt? Oder was? So eine kranke Mutter? Da durfte man sich selber jagen. So, ich kann jetzt wieder in die Ansicht gehen. Geh dann hier ran. Und jetzt gibt's halt das hier. Oh. Komm. Komm, ich will mitmachen. Ich will's vorgreifen. Nein. Tobi! Achso. Hat jetzt mich. Guck mal, Scheiße. Jetzt geht es nicht mehr. Ja, komm. Moment mal, soll das einfach heißen, Kinect funktioniert immer noch nicht richtig? Vielleicht hast du es auch probierst du mal. Siehst du? Erstmal musst du eine klare Handbewegung nach vorne machen. Nee, dann musst du eigentlich nur das Futter greifen. Und dann musst du hier runtergreifen, direkt auf Kinect-Höhe, damit Microsoft auch. Ich hab gleich A gedrückt. Nicht, dass du denkst, dass du selber. Einfach mal Leute in ihrer Trommel zum Thema lassen. Kinect. Ihr seht ja, dass diese Fläche hier, die so eingerahmt ist, die ist riesig. Also ich kann jetzt hier mal langfahren, hier kann man langbauen und immer noch und immer noch und immer noch und immer noch und da ist der Rand. Hm. Und da dachte ich erst, meine Güte, kann man hier einen großen Zoo bauen. Und es gibt ja auch über 100 Tierarten, also vor allem aber dann so halt Löwen und dann noch irgendwie 10 Unterarten von Löwen. Das Ding ist aber, diese Leiste, die ihr unter unserem Budget seht und unter den Besucherzahlen, die sich so ganz bisschen gefüllt hat, ja. Wenn die voll ist, dann kann man nicht mehr bauen. Und nach 3 Stunden durchgängigen Zoo Tycoon Spielens ist die voll. Okay. Und dann müsste ich Sachen abreißen, um neue zu bauen. Und das kann ich nicht verstehen. Das ist quasi das umgekehrte SimCity-Problem. Ich wollte gerade sagen, ja. Irgendwie klingt bekannt. Es ist eigentlich genau das SimCity-Problem, oder? SimCity hatte das Problem, dass die Karten einfach sehr klein waren und die du voll knallen konntest. Und hier ist quasi die Karte riesig, aber du kannst nichts machen letztendlich. Das stimmt. Und wie groß ist der denn dann ungefähr? Also, was ist so das Maximum, das zu Weil das geht ja schon relativ schnell da oben. Das ist selbst, wenn du in den Gehegen Sachen baust. Warte, ich zeig's euch. Ich habe ja hier... Wir wechseln jetzt mal. Ich darf ja die Menüs nicht zeigen. Obwohl, Magie, doch, müsste ja eigentlich gehen. Xbox, go home. Oh Gott, zum Glück hat das... So, jetzt sind wir in meinem Zoo, den ich jetzt gespielt habe am Wochenende. Kannst du dem keinen eigenen Namen geben? Also doch, wäre cool gewesen, wenn da oben jetzt... Kann man. Also, was meinst Goiko-Land du? Goiko-Land stehen würde oder so. Zoo steht da immer. Jetzt seht ihr, diese Leiste ist voll. Ja. Oben. Und das ist so das Ausmaß. Oh, das ist alles? Und aber leckt auch ein bisschen, wa? Ja, also dann leidet die Framerate auch ein bisschen, aber... Also das finde ich halt total lächerlich, ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr bauen kann als das, weil ich habe nicht mal annähernd alle Gehegearten oder so hier reingekriegt, nicht mal annähernd alle Tierchen. Kannst du denn theoretisch, achso, da kannst du, nee, ist auch ein Gehege, ich dachte gerade so Parks oder Bäume, weil da hast du halt einfach nur diese riesige leere Fläche, mit der du nichts machen kannst. Genau, also hier kann ich jetzt nicht weitermachen. Wenn ich jetzt hier noch ein Gehege bauen möchte, nehmen wir mal an, eine große gemäßigte Zone, dann... Maximale Zoolimit ist erreicht und das war's. Ich müsste jetzt Sachen abreißen, um neue Sachen hinzubauen. Und das geht ehrlich gesagt nicht, weil, also was mich halt auch stört an dem Spiel ist, sieht mein Zoo voll aus? Nicht wirklich. Da so Vögel. Und vielleicht hast du einfach schlecht gewirtschaftet. Aber an deinem Zoo wahrscheinlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Da ist doch gar kein Eingang. Wie sollen die Leute denn da hinkommen? Genau, erstmal das wollte ich gerade festgestellt haben. Wo ist der Parkplatz? Du hast einen fundamentalen Fehler bei der Wirtschaftsplanung gemacht. Du hast ihn einfach in die Tundra gestellt, eingebaut. In die russische. Ich habe 21.600 Besucher und von denen sehe ich halt keine. Hier hält noch nicht mal die sibirische Eisenbahn. Weil man halt so in diesen Modus geht und dann hier so rumläuft, was ja ganz nett ist. Da sind Besucher, ja. Dann sieht man mal so ein paar Leute. Immer nur zwei. Hallo. Und die gucken sich noch nicht mal die Tiere an. Dann kann ich mir in die Kamera nehmen und kann so, ach, schön. Happy Hippo. Ja, ich glaube, wir können auch, Zoo Tycoon damit abschließen. Wie gesagt, sehr, sehr schade. Wenn es irgendwie 20 Euro kosten würde, dann würde ich sagen, ja, also für so ein kleines Tycoon-Spiel bitte gerne. Allerdings auch da die Frage, wie viel Lust hättet ihr jetzt auf sowas, wenn euch nach 3 Stunden gesagt wird, ja, der Zoo ist voll. Ja, wollte ich gerade fragen, wie lange hast du gespielt, bis du das hattest? Ne, wie gesagt, so 3 Stunden. 3 Stunden. Also ich habe mehrere Zoos angefangen und dann den hier mal wirklich weitergespielt. Du siehst ja auch dieses Zoo-Level oben, 30, das geht noch ein bisschen weiter. Und mit jedem Level schaltest du neue Sachen frei. Aber inzwischen schalte ich auch nur noch eine neue Tierart frei pro Level, während es am Anfang so 5 waren. Mhm. Ja, damit hat sich das Spielspaßpotenzial dieses Spiels leider sehr, sehr schnell erschöpft, was ich sehr, sehr schade finde. So, jetzt spielen wir eine Runde Killer Instinct. Wir haben leider nur einen Controller, deswegen können wir nur gegen den Computer spielen sozusagen. Wobei mir hier eine Sache schon mal aufgefallen ist, das sind die Singleplayer-Varianten. Also ich kann so Survival spielen gegen halt eine Reihe an Computergegnern oder Versus.
im Dojo ein paar Übungen machen und dann hier noch meine Sachen trainieren und das war's. Das heißt, Killer Instinct ist wirklich, wirklich, wirklich auf Multiplayer ausgelegt. Und schaut mal, wie lange er braucht, um mir hier einen Charakter zu laden. Oh, so. Aber deswegen gibt's ja auch nur 4, oder? Erstmal jetzt für den Anfang. Oh. Wie viel haben wir? Warte, ich muss hier erstmal laden lassen. Jetzt. Die ist halt sehr detailliert, da muss man eine Weile laden, das muss man nicht mehr. Ja, das muss man auch verstehen. Finde ich gut. Und die will ich spielen. Fanda. Fanda? Ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Charaktere gibt es am Anfang. Das ist nicht sehr viel. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so. Ach Gott, ich warte jetzt nicht, bis er fertig ist. Ich nehme jetzt einfach mal Jago. Weil der einfachste ist, der steuert sich wie Ryu aus Street Fighter. Das kann ich einigermaßen. So. Ja, ansonsten Killer Instinct kann ich ehrlich gesagt noch kein finales Urteil zu fällen, weil noch nicht wirklich im Multiplayer gespielt und das ist halt das Herz dieses Spiels. Ob einen diese ganze Free-to-Play versus ich kaufe mir alle 6 Charaktere dann so einzeln dazu Nummer gefällt, ist ja mal, soll mal unabhängig vom Spielspaß stehen. Aber hier kriegt er halt mal ein Gefühl für die Optik des Spiels. Die jetzt... Naja... Naja. Ich hab's ja auch schon ein bisschen gespielt. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich knackig. Ist vor allem super schnell, ist gut. Ja, die Geschwindigkeit. Die Effekte sind schön spratzig. Ja, ja, und diese Partikeldinger sind super. Ja. Und es steuert sich wirklich gut. Ich war nur ein bisschen im Dojo unterwegs und da. Also da hatte ich nichts zu beanstanden. Ja. Nee, ich finde es auch als Kampfspiel, also wie gesagt, das stellt sich ja erst nach einer Weile raus, wie die Balance ist und so. Allerdings wäre es hier ein bisschen tragisch, wenn die Balance bei 6 Charakteren nicht in Ordnung wäre. Deswegen gehe ich mal einfach davon aus, dass sie das hoffentlich hingekriegt haben. Kommt ja von Double Helix, ne? Also kommt nicht von den alten, von Rare sozusagen. Aber die haben ja auch ein ganz heißes Eisen im Feuer, wie immer. Rare? Ja. So, wegen Kinect, ja, ja, Sports, Dings. Kinect Sports, Violence Dings. Spielt das eigentlich in Call of Duty, weil im Hintergrund da diese ja, ich finde die geil. Ich finde diese richtig schön Retro 80er ja, schlecht. Ja. So Gunships, die da vorbeifliegen und alles voll. Wow, Scheiße. Combo Breaker. Nee, das ist schön, das ist wie die Gunships auch so an einfach mal mitzuspielen. So. Das war sehr unepisch, ihr Abgang, muss ich sagen. Aber umgekippt, ne? Ja. Ich finde den Sprecher super. Auch wenn du ein Ultra hast und so, das ist genau wie in dem alten Killer Instinct. Das war's mit dem Giga-Gameplay zu den Xbox One-Starttiteln, zu den kleineren Starttiteln. Wir haben noch 2 weitere Spiele gespielt, nämlich Loco Cycle und Crimson Dragon. Die könnt ihr da unten euch angucken, exklusiv auf Giga. Und auf der anderen Seite kommt ihr zum Retro-Sonntag. Da haben Mats und ich diese Woche A Link to the Past gespielt, Zelda. Jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Xbox, der Controller? Tom, Xbox? Ausschalten.